warten Sie auf Geduld, Patience. Sollte FED-Chefin Janet Yellen das Wort Geduld aus ihren Texten streichen, dann steht die erste Zinsanhebung bevor. Noch aber ist und bleibt die Notenbank geduldig. Die US-Wirtschaft hat sich erholt. Die zarte Pflanzekonjunktur braucht noch den moderaten Halbschatten und intensive Pflege. Die Anleger haben es dankbar hingenommen. Die US-Börsen schließen auf Rekordständen. Bei mir jetzt Markus Busler vom Anlegermagazin der Aktien. Markus, Janet Yellen hat gestern gesprochen und sie hat gesagt, ich bin geduldig, die FED ist geduldig, die Anleger sollen es auch sein. Aber wenn sie nicht mehr geduldig ist, was passiert dann? Ja, dann kommt die große Zinswende oder etwa doch nicht. Also wir müssen uns dieses ganze Szenario jetzt mal vorstellen. Also da ist jetzt die FED oder die FED-Chefin Yellen, die sagt, oh ja, wir streichen irgendwann das Wort Geduld und dann wird es gefährlich. Und jetzt sitzen irgendwo an der Wall Street 2000 Banker mit dunklen Anzügen, modischen Krawatten und zurückgegelten Haaren und warten alle darauf, dass das Wort Geduld gestrichen wird. Die automatischen Handelsprogramme durchforsten die Rede natürlich sofort nach dem Wort. Und wenn dann das Wort Geduld gestrichen wird, dann schrillen die Alarmglocken und dann geht es erstmal abwärts. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Schon eine echt skurrile Aussicht, die wir da haben. Also nochmal, wie Sie schon richtig gesagt haben, auf das Wort Geduld kommt es an. Gleichzeitig hat aber Yellen auch gesagt, wenn wir das Wort Geduld streichen, dann heißt das nicht, dass wir in der nächsten und übernächsten Sitzung auch gleich eine Zinsanhebung durchführen werden. Dann wird es nur langsam kritisch, dann könnte tatsächlich die erste Zinserhöhung anstehen. Gleichzeitig hat sie auch die Gefahren hingewiesen. Sie hat gesagt, Mensch, im Euroraum, da ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen, da ist die Inflation auf einem Rekordtief. Gleichzeitig kommt das Wachstum nicht in Gang und das alles macht ihr ein bisschen Sorgen. Und China, auch dort gehen die Wachstumsraten zurück und auch das macht Yale ein bisschen Sorgen. Und das alles dämpft vielleicht diese Zinswende, Angst ein wenig. Und interessant fand ich übrigens auch, dass Yellen gesagt hat, wir sind auf dem Weg zur Vollbeschäftigung. Naja, wer schon mal in Amerika war, wenn Vollbeschäftigung heißt, dass jeder mehr oder minder einen Job hat, wo er $100 verdient, dann ist es vielleicht tatsächlich auf dem Weg zur Vollbeschäftigung. Wenn Vollbeschäftigung aber heißt, dass jeder einen Job hat, von dem er auch leben kann, dann glaube ich, ist die Vollbeschäftigung in Amerika weit, weit entfernt. Das heißt, Sie haben jetzt mit Ihren vielen Bildern gesagt, bleibt mal geduldig, liebe Anleger, auch wenn die Zinswende kommt, wenn sie dann irgendwann kommt, auch dann wird es an den Börsen jetzt nicht zum großen Muffensausen und damit Crash kommen. Naja, also wenn tatsächlich dieses Wort Geduld plötzlich gestrichen wird, dann kann das schon ein ziemlich ungemütlicher Tag werden, glaube ich. Auf der anderen Seite, das Big Picture, das es uns bildet, ist doch so, es gibt momentan keine Alternative zu Aktien und gleichzeitig, auch wenn jetzt 0,25 Basispunkte höher die Zinsen stehen, dann wird es auch keine echte Alternative zu einer Aktie sein, weil die Realzinsverzinsung immer noch negativ sein wird, vor allem in Europa. Natürlich könnte das den Dollar noch mal stärker zum Euro machen. Es könnte noch mal zu einer Kapitalverschiebung nach Amerika kommen. Aber ich glaube, genau das will ja Yellen auch vermeiden. Und deshalb wird sie jetzt nicht die Zinswende mit in 3 Jahren stehen wir bei 5% bei 10-jährigen Staatsanleihen vorantreiben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das eine Thema ist ja, wann die Zinswende kommt. Wobei die Zinswende dann heißt, wenn von null es hat, keine Ahnung, 0,25% eben nach oben geht. Und das andere ist ja, in welchem Tempo dann die nächsten Zinserhöhungen kommen. Hat sie da irgendwas gesagt? Da schweigt man sich noch ein bisschen aus und ich denke auch, da ist die Visibilität noch sehr gering. Also ich denke, wenn man diesen ersten Zinsschritt geht, dann ist es auch so ein kleiner Testballon. Dann wird man mit Sicherheit mal schauen, was passiert denn dann in der Wirtschaft tatsächlich, wenn wir jetzt die Zinsen anheben? Was passiert denn in der Realwirtschaft? Schauen Sie, ob die Zinsen 0,25% höher oder niedriger stehen, ist ja nicht entscheidend. Die entscheidende ist, glaube ich, die Psychologie des Marktes, die dann in Kraft tritt. Heißt, was bedeutet das für den Häusermarkt in den USA? Brechen dann plötzlich die Häuserverkäufe ein, beziehungsweise ziehen die vielleicht nochmal an, weil jetzt jeder Angst hat, dass wir in ein paar Jahren wesentlich höhere Zinsen haben werden. All das wird die FED, denke ich mal, testen mit so einem Zinsschritt. Und ich glaube nicht, dass man jetzt schon eine Entscheidung getroffen hat, was an nachfolgenden Zinsschritten folgen. Und wir wissen ja auch, manchmal kommen unvorhergesehene Ereignisse. Wir waren auch in der Zinserhöhungsphase, als plötzlich die Lehman Brothers zusammengebrochen ist. Insofern, ich glaube, man wird da sehr, sehr vorsichtig sein auf dem Gebiet. Vom Anlegermagazin der Aktionär. Vielen Dank. Apple soll nach einer Gerichtsentscheidung in Texas knapp